Hallo meine Lieben, was ist wohl das größte Geschenk? Gute Frage, aber eine einfache Antwort darauf. Das größte Geschenk, das es gibt, sind Kinder. Es ist schon ein großes Wunder, dass aus einer Samenzelle ein Kind mit leuchtenden Augen entsteht, was uns Menschen zu etwas Besonderem macht. Ja, und zu Götter macht. Diese Götter sind in Sonne und Mond verewigt. Astrologen sagen, dass die Sonne den Schöpfungsakt des Vaters verkörpert und der Mond der der Mutter. In der Regel haben die Kinder eine engere Beziehung zur Mutter als zu dem Vater. Leider ist es aber auch so, dass überall Menschen darunter leiden, weil sie von ihren Vätern nicht den nötigen Respekt und die Vaterliebe bekommen, den sie in der Kindheit und in ihrer Entwicklung brauchten. Sie erlebten den Vater nicht als Sonne, sondern als Schatten. Das Negative ist leider bei manchem Vater so ausgeprägt, dass dessen Seele, das Göttliche, das Helle kaum sichtbar ist. Hat man keinen Kontakt zur Seele seines Vaters, hat man auch keinen Kontakt zur eigenen Seele. So ist der Kern zur leuchtenden Sonne, den jeder in seinem Herzen trägt, nicht zu erreichen. Astrologisch betrachtet werden dann einerseits die guten Eigenschaften des Vaters nicht weitergegeben, jedoch seine Schatten, Ängste, Gier, Neid, Zwietracht und Sorgen. Deshalb ist es wichtig, sich mit dem Bild seines Vaters zu beschäftigen und es vom Negativen zu reinigen. Gleicht dann der Vater einem leuchtenden Sonnenwesen, bist du befreit von der Last der dunklen Seite aus der Vergangenheit. Einfach ist das nicht, vor allem dann, wenn du deinen Vater nur als Schatten erlebt hast. Bedenke, du verdankst ihm aus einer tieferen Sicht dein Leben. Setze da an, um dich mit deinem Schattenvater versöhnen zu können. Sieh zuerst das Göttliche in deinem Vater. Dann erst kannst du es bei dir selbst finden. Sowohl die Sonnen- als auch die Schattenseiten sind bei jedem Sternzeichen völlig verschieden. Also muss jeder seinen persönlichen Vater vom Dunklen befreien, damit er selbst leichter ins Licht treten kann. Das kann man nicht nur als Schlüssel für bestimmte Eigenschaften, Stärken und Schwächen sehen, sondern auch als väterliches Erbe. Somit wird ein Vater nicht nur zum Mann, der sein Kind mehr oder weniger großgezogen hat, sondern steigt auf und wird zur goldenen Sonne. Falls es für dich oder falls es für euch zu schwierig erscheint, sich mit der Seele vom Vater zu vereinen und dass seine Seele vom Dunklen in Zelle gelangt, dann ruft mich an. Ich leite und reinige die Seele und ich nehme dir das Vergangene, das Dunkle weg. Trau dich, in Liebe, Deria.